Halt, Mensch! Wir haben eine Reihe von Unterwasserexplosionen in der Nähe des Rakadriffs aufgezeichnet. Es ist bekannt, dass ihr Fragen darüber gestellt habt. Und unsere Überwachungsmonitore in der republikanischen Botschaft haben euch dabei aufgezeichnet, wie ihr ein U-Boot zum Rakadriff gestiegen seid. Ihr werdet sofort mit uns kommen und euch für eure Handlungen rechtfertigen, oder wir werden uns gezwungen sehen, Gewalt anzuwenden. Oh Mann, das sieht so aus, als müsste ich eine Doppelfolge zerschneiden gleich. Ich wollte jetzt eigentlich gerade ein Folgenpäuschen machen, aber das fällt ja dann wohl flach. Als ob ihr mir was könntet, ihr Fischköpfe. Aber ich komme trotzdem einfach mit. Ich will keinen Stress, also ich meine, ich will euer Blut nicht vergießen. Aber wenn sie das tun können, dann könnte das ganze System... Ruhe, das ist nicht für die Ohren von Fremdlingen bestimmt. Nun Mensch, ihr befindet euch in einer schwierigen Situation. Das Rakadriff ist meiner Art wertvollster Besitz. Und wer es oder das Kulte bedroht, bedroht unser ganzes Volk. Wir werden es nicht tolerieren, wenn unsere Neutralität, unsere Existenz und unsere Lebensart bedroht werden. So sehr wir auch eure Republik und insbesondere euren Orden bewundern, so wird es euch doch schwer fallen, eure Rolle bei diesem Zwischenfall angemessen zu erklären. Wir haben herausgefunden, dass ihr für die Detonation in der Nähe des Rakadriffs verantwortlich wart. Wir wollen wissen, was dort unten passiert ist. Wenn die Republik den Vertrag mit uns gebrochen hat, dann wird das verheerende Folgen haben. Oh, shit. Wir dürfen ja nicht verraten, was die Republik da unten gemacht hat. Was habt ihr am Riff gemacht? Tja, das hier wäre die Wahrheit, ne? Das hier wäre Machtüberredung. Ich glaube nicht, ob das so gut kommt. Wir lügen mal. Die Sith wollten das Riff einstürzen lassen. Die Sith waren unten am Riff. Cool, es hat geklappt. Wie konnten die Sith dort sein, wenn wir... Was? Wenn wir das Riff ständig überwachen, wie hätten sich die Sith nähern können, ohne dass wir es bemerken? Aha, er ist auf der republikanischen Seite und er hätte sich beinahe verquatscht. Tja. Vielleicht haben ihnen einige Selkar geholfen. Einige Selkar? Selkar würden Außenwäldern niederwald helfen, unsere wichtigste Ressource zu zerstören. Oh, sind wir jetzt aufgeflogen? Sie haben bereits versucht, unsere Kinder zu verführen. Wer sagt, dass sie nicht auch bei anderen Erfolg hätten? Habt ihr das gesehen, Mensch? Wisst ihr deshalb davon? Naja, dort unten waren viele Selkar. Das wissen wir. Was ist dort passiert, Außenwelt? Wir wissen das?
Ruhe. Wir werden das später besprechen. Ruhe, jetzt wird ihm hier der Mund verboten oder die Team. Nun Mensch, was ist dort unten wirklich geschehen? Weiß es nicht genau. Eure Lügen reißen euch nur tiefer ins Verderben, Mensch. Es ist wahrscheinlich, dass ihr unsere Bemühungen und die Anlage im Rachenriss importiert habt. Dafür müsst ihr bezahlen. Woher wissen wir das? Was verheimlicht ihr uns? Was für eine Anlage? Das ist kein Thema, was vor Fremdlingen besprochen werden sollte. Ups, unsere Vereinbarung mit der Republik Kolto zu erforschen und zu synthetisieren, hat uns fast das Verderben gebracht. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Republik, warum wurden wir nicht informiert? Ihr müsst das nicht wissen, jetzt herrscht aber Ruhe. Wir sind leider aufgeflogen, dass wir gelogen haben. Ihr werdet wegen eurer Verbrechen gegen Manaan und die Selkhaft für immer von dieser Welt verbannt. Kehrt ihr zurück, droht euch die Todesstrafe. Oha. Tja. Ich habe nichts Falsches getan. Verspottet uns nicht, Mensch. Man hat sich für schuldig erklärt, also seid ihr es auch. Wache, werft die Gefangenen aus dem Gericht. Tja, Ist gut, dass wir alles auf Manaan erledigt haben, weil ich fürchte, wir können nicht mehr hierher zurückkommen. Gut, dass wir die ganzen Quests vorher schon erledigt haben. Die haben uns zurück auf die Ebbenhor gebracht. Also sowas. Hallo Companion Cube, ich hab dich vermisst. Ich war unter Wasser. Was hältst du davon? Warum können wir denn nicht mit dem Cube reden? Das ist merkwürdig. Vielleicht steht Bastila jetzt irgendwie im Weg. Are you from Black Mesa? Die steht weiter vorne als sonst, ne? Would you like some cake? Well, too bad. The cake is a lie. Warum steht sie da? Ah, vergesst es einfach. Dann schlage ich vor, wir machen weiter. Ja, das würde ich auch vorschlagen. Gut, hier haben wir dann noch Karf. Reden wir mal mit unseren Gefährten so ein bisschen. Was braucht ihr? Wollt ihr euch unterhalten? Über was soll ich reden? Ich will im Moment nur eines. Ich will Dastl finden, wenn er noch lebt. An was anderes will ich jetzt gar nicht denken. Ich verstehe, dass wir nicht sofort nach ihm suchen können. Aber wenn wir es könnten, würde mir eine Riesenlast von der Seele fallen. Ja, das machen wir dann in der Zukunft. Dann fliegen wir noch nach Korriban. Da müssen wir sowieso hin. Und da können wir dann auch nach Karfs Sohn Dastl Ausschau halten. So, mit wem können wir noch reden? Vielleicht mit Ju Horny noch so ein bisschen. In ihrem silbernen Löwenskin, den ich immer noch extrem cool finde. Wie kann ich euch beistehen, Padawan? Ja, vielleicht können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Geht's euch gut? Mir ist es in letzter Zeit ganz gut ergangen, schätze ich. So gut wie möglich. Doch momentan bin ich mehr an euch interessiert. Versteht mich nicht falsch, aber wir reisen jetzt schon einige Zeit miteinander und ich weiß rein gar nichts über euch. Persönlich meine ich. Das war jetzt ein bisschen direkt. Ich schätze, ich habe das jetzt ziemlich missverständlich ausgedrückt. Wir reisen zusammen, seit wir uns auf Dantooine getroffen haben. Aber ich weiß nichts darüber, was ihr zuvor getan habt. Würdet ihr so nett sein und mir ein wenig über euch erzählen? Tja,
Da gibt es eigentlich... Oder hey, natürlich ist es die großartigste Geschichte, die je erzählt wurde. Eure Bescheidenheit ist wie immer erstaunlich. Also, was könnt ihr mir erzählen? Euer Beruf, eure Kindheit, euer Leben. Es tut mir leid, wenn ihr euch angesichts meiner Fragen unbehaglich fühlt. Ich würde es verstehen, wenn ihr mir nicht antworten wollt. Ach was, das ist schon okay, aber... Nein, nein, ist schon in Ordnung. Ich schätze es sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, mir zu antworten. Warum seid ihr nach Dantooine gekommen? Bis auf die offensichtlichen Gründe natürlich. Tja. Nun, ich gehörte der republikanischen Flotte an, die über Taris zerstört wurde. Taris. Irgendwie scheint sich in meinem Leben immer alles um Taris zu drehen. Es tut mir leid, ich war abgelenkt. Was habt ihr vor zuvor getan? Tja, ich war in der republikanischen Flotte und bei den Spezialisten. Ein Leben in der Armee? Nicht die Karriere, die ich wählen würde. Wir Kether fühlen uns in stark reglementierten Organisationen wie dem Militär nicht wohl. Doch ich hörte, dass dieses Leben den Männern eures Volkes zusagt. Das Kämpfen und Verteidigen. Doch auch wir Jedi scheinen dieses Ziel im Leben zu haben. Vielleicht ähneln wir uns stärker, als ich dachte. Doch wieder mal vergeude ich eure Zeit mit meinen wilden Gedankensprüngen. Ich muss mich entschuldigen. Tja, ist ja lustig. Okay, vielleicht ein bisschen was Aufregenderes. Wir haben so lange nicht mit Candrus gesprochen. Der hat doch bestimmt eine Menge Geschichten für uns auf Lager. Aus den Mandalorianischen Kriegen, oder? Candrus? Ja, was liegt an? Also, vielleicht gibt es ja ein paar Geschichten über den Krieg, die ihr mir erzählen könnt. Ihr wollt noch eine Geschichte, ja? Über eine andere verwüstete Welt? Ich wusste, dass ihr so einer seid. Eure stagnierende Republik hat die seltsamen Wesen, gegen die wir in jenen Jahren am äußeren Rand gekämpft haben, nie gesehen. Und sie wird es auch nie. Was wollt ihr damit sagen? Wenn eine Welt nicht stark genug ist, um sich selbst zu verteidigen, hat sie ihre Daseinsberechtigung verloren. Aber diese Geschichte läuft ein klein wenig anders. Wir flogen durch ein Asteroidenfeld im Crispin-System am äußersten Rand der Galaxis und spielten ein wenig mit den dortigen Piraten und Schmugglern. Der Hauptgürtel im Crispin-System besteht im Wesentlichen aus kleinen, von gefrorenem Methangas umgebenen Felsen, welche die Piraten als Deckung benutzten. Ich weiß noch, dass wir mit Hilfe eines Wärmegenerators die äußere Schicht eines Asteroiden im Bruchteil einer Sekunde verdampfen ließen. Die drei Piraten, die sich dahinter verkrochen hatten, wurden zerfetzt. Aber das war ein Fehler. Warum? Was geschah denn? Der Asteroid, den ich anvisiert hatte, war kleiner als die meisten, vielleicht 12 Meter lang. Von der Außenseite her sah er wie jeder andere aus. Wie ein in gefrorenes Gas gehüllter Ball. Aber irgendwas muss da drin gewesen sein. Etwas, das in der Kälte inaktiv blieb. Die Hitze meiner Geschosse muss da etwas ausgelöst oder aufgeweckt haben. Nach einem Treffer entzündeten sich auf der dünnen Oberfläche etliche Licht- und Hitzepunkte, aus denen offenkundig Gase ausströmten. Was darunter lag, wirkte auf mich wie eine Felswucherung. Ein deformierter Felsen, übersät mit unzähligen Meteoritensplittern. Vielleicht befand sich auch noch etwas viel Älteres darin. Ein Asteroid? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das Ding begann zu rotieren, schneller und schneller. Nach einer Sekunde versprühte es plötzlich Feuer, Hitzegeschosse, die unsere Panzerung wie Wachs schmelzen ließen. Wir wurden völlig überrascht. Doch bevor wir reagieren konnten, entfernte es sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ein Schiff? Wir konnten es nicht einholen, aber es gelang uns, seiner Hyperraumspur zu folgen. Bei dieser Verfolgung entfernten wir uns immer weiter vom galaktischen Kern. Als die Spur uns schließlich über die Grenze unserer Galaxis hinausführte, gaben wir auf. Etwas, was in dieser riesigen Leere offenkundig Selbstmord begehen wollte, war es nicht wert, weiter verfolgt zu werden. Aber das ist fürs Erste die letzte Geschichte. Ich habe noch ein paar mehr auf Lager. Später. Wenn sich die Gelegenheit bietet. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? Im Moment sonst erstmal nichts, danke. Auch gut.
Ich bin hier, wenn etwas erledigt werden soll. Ja, abgefahrene Geschichte, oder? Und zwar, ich weiß natürlich, was es damit auf sich hat und ich will hier auch ein bisschen Lore vermitteln. Wer sich dafür interessiert, was das für ein Volk ist, was die Mandalorianer mit Candorus da entdeckt haben, das waren offensichtlich die Yuuzhan-Vong, die in der Buchreihe Das Erbe der Jedi Ritter vorkommen oder in der Comicreihe Invasion. Ja, Invasion zu Deutsch, Englisch natürlich Invasion, schreibt sich aber genau gleich. Und das Erbe der Jedi-Ritter, das ist auf Englisch die New Jedi Order. Sehr geile Bücher. Ja, schon. Ein bisschen strittig bei den Fans, weil die so einen neuen Meilenstein gelegt haben in den Star Wars-Romanen, weil da sind dann halt auch mal ja, Charaktere um die Ecke gebracht worden. Beziehungsweise die sind halt umgekommen im Krieg. Charaktere, die vorher halt beliebt waren und wirklich alle Charaktere. Was es ein bisschen spannend gemacht hat, weil man wusste nie, welcher Charakter wird überleben. Und ich glaube, es sind 20 Bücher oder 18 oder auf jeden Fall eine Menge Bücher, eine Menge Lesestoff. Definitiv lesenswert. Von verschiedenen Autoren geschrieben. Ich mag die ganz gerne. So, jetzt sagt das Tagebuch uns, du hast gehört, wie Candorus von seinem Erlebnis in einem Asteroidenfeld des Outer Rim erzählte, aber du weißt nicht, was du davon halten sollst. Vielleicht solltest du ihn noch einmal darauf ansprechen. Noch einmal? Na gut, dann machen wir das. Ja, was liegt an? Habt ihr noch eine Kriegsgeschichte für mich? Nicht alle Geschichten sind so seltsam wie die letzte. Aber ich habe noch ein paar auf Lager. Geschichten über mich und die Dinge, die ich so gemacht habe. Während eines Gefechts über der Welt von Altir gelang es meiner Einheit, eine Altiri-Streitmacht zu besiegen, die mehr als 10-mal so groß war wie die unsere. Dieses Gefecht brachte mir das Kommando über eine gesamte Untersektion meines Clans ein. Na, dann erzählt mir doch die Geschichte mal. 5 Tage lang war es ihnen gelungen, unsere Truppen vom äußeren Ring ihrer Welt abzuhalten und an einem direkten Angriff zu hindern. Meine Aufgabe war es, an einer Flanke einen Scheinangriff zu inszenieren. Die Altiri sollten von den Einheiten, die ich geschickt hatte, hinausgezogen werden. Als sie diese Einheiten umzingelt hatten, sollte meine Hauptstreitmacht von hinten angreifen und sie ausradieren. Verstehe. Und hat es funktioniert? Die Dinge verliefen anders als geplant. Ich sah eine Öffnung, einen Fehler bei der Aufstellung ihrer Kräfte und stieß hinein. Während sie unsere Hauptstreitmacht abwehrten, wurde ihre eigene Flotte geteilt. Die Mitte der Gesamtflotte war völlig ungeschützt. Ich wendete, griff das Zentrum ihrer Flotte an und dezimierte sie gründlich. Ihr habt eure Befehle also missachtet? Eine solche Chance erhält ein Krieger nur 1 oder 2 Mal im Leben. Die Chance, den Lauf der Geschichte mit einer einzelnen Handlung entscheidend zu verändern. Ihr langsames, schwerfälliges Schiff ließ sich nicht mehr rechtzeitig wenden. Binnen Sekunden wurden ihre Kommandoschiffe vernichtet, während unter den kleineren das Chaos ausbrach. Es war schön anzusehen, wie die verbliebenen Schiffe sich zerstreuten und flohen. Einige versuchten sogar durch die Ebene der Ringe abzutauchen, um uns zu entkommen. Sie wurden von den Ringen zerfetzt, stürzten auf Felsen oder wurden von unseren Truppen bei der Verfolgung vernichtet. Krieger fliehen nicht vor einem Kampf, den sie verlieren. Sie kämpfen bis zum Ende. So wie wir es gegen euren Jedi Revan getan haben. Wie der Krieg gegen die Republik verlief, erzähle ich euch ein anderes Mal. Jetzt sollten wir erst einmal weitermachen. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? Nee, ist schon gut. Dann war's das erstmal für den Moment. Danke sehr. Auch gut. Ich bin hier, wenn etwas erledigt werden soll. Tja, gut. Wissen wir das also auch? Candorus hat dir von der Schlacht um Altir erzählt. Er muss ein großer Krieger gewesen sein. Vielleicht solltest du ihn später noch einmal darauf ansprechen. Gut, wir sind also noch nicht fertig mit ihm. Wir müssen außerdem noch ein bisschen mit Juhani und HK-47 sprechen. Juhani und Jolie sprechen. Und HK-47 müssen wir eigentlich noch reparieren.
Dazu müssen wir uns fürchtlich noch ein bisschen aufleveln. Sonst wird das nichts. Tja, gut. Aber wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Und ja, in der nächsten Folge reden wir noch ein bisschen mit unseren Gefährten, bevor wir mit dem Schiff ablegen Richtung Korriban. Huch. Um da dann die Sternkarte zu vervollständigen, würde ich sagen. Und dann steht die Weiche so langsam, aber sicher auf dem dritten Akt und dem Finale des Spiels. Bis dahin, euer Ben. Tschüss.